ein Thema mitgebracht, was ein bisschen anschließt an dem, was mein Mann letzten Samstag gepredigt hat. Und ich würde gerne am Anfang noch mal ganz kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, denn du hast uns das verheißen. Und ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart. Und ich weiß, du hast für jeden von uns etwas Gutes vorbereitet. So sprich du selber durch mich, Herr. Wenn ich den Mund öffne, dann fülle du ihn, Herr, wie du im Psalm versprichst. Und gebrauche mich zum Segen für meine Geschwister, Herr. Papa, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir haben letzten Samstag gehört, dass wir in einer turbulenten Zeit wohnen, wo es auch viele verschiedene Meinungen gibt, gerade auch im christlichen Bereich über verschiedene Themen, die werden kontrovers diskutiert. Und ich hatte den Eindruck, es ist wichtig, dass wir ganz simpel einfach an dieses Thema drangehen. Gottes Stimme hören. Aus all diesen Stimmen, die ich höre, von Menschen, von Predigen, von verschiedensten Denominationen, Strömungen, auch im Alltag, im Gespräch mit Menschen, wie kann ich aus all dem Gottes Stimme heraushören? Ich denke, es ist ein wichtiges Thema für alle. Und ich hatte gedacht, es ist auch eine gute Einführung für nächsten Samstag. Nächsten Samstag haben wir Martin und Ulrike Bahr wieder hier aus Siegen zum Thema Prophetie. Und es ist ein guter Übergang von letzten Samstag zum nächsten Samstag, wenn wir uns heute Gedanken machen dazu, wie kann ich Gottes Stimme hören? Oder noch ein bisschen anders gefragt, wie kann ich Gottes Stimme von allen anderen Stimmen unterscheiden? Wenn ich was höre, wie kann ich entscheiden, spricht jetzt Gott zu mir? Sind das meine eigenen Gedanken? Ist das vielleicht sogar etwas, was der Feind zu mir sagen will, um mich unsicher zu machen? Wie kann ich beurteilen, dass das, was ich höre, von Gott ist? Und ich möchte uns allen in diesem Zusammenhang Johannes 10, 27 zusprechen. Da spricht Jesus direkt zu uns und direkt zu dir und direkt zu mir. Johannes Evangelium, Kapitel 10. Vers 27. Da erklärt Jesus den Menschen, dass der, vielleicht könnt ihr die Handys ausmachen, irgendein Handy geht an. Dankeschön. In Johannes 10 erklärt Jesus seinen Jüngern, dass der Dieb gekommen ist zum Stehlen, zum Morden, zum Kaputtmachen. Aber er ist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Und im Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, wenn du zum Herrn Jesus gehörst, wenn du oder ich mein Leben dem Herrn Jesus gegeben haben, dann lebt der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in deinem Herzen, in meinem Herzen. Und durch den Heiligen Geist erkennen wir die Stimme unseres guten Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Jesus kennt dich, Jesus kennt mich. Ich kenne seine Stimme, du kennst seine Stimme, wenn er zu dir spricht. Und Jesus sagt uns, dass er uns führt durch
durch seine Stimme. Ich habe mal eine Geschichte gehört. Ein Hirte, ich weiß nicht aus welchem Land die Geschichte ist, ob es Deutschland oder Schweiz ist, auf jeden Fall Europa, hatte eine Schafherde, ich weiß nicht mehr, von 1000 Schafen ungefähr, und die wurde ihm gestohlen. Und er hat überall gesucht. Und ich weiß nicht, ob man dazu eine Vermisstenanzeige aufgeben kann. Auf jeden Fall ist er auch zur Polizei gegangen und hat gesagt, ich habe meine 1000 Schafe nicht mehr. Und jemand hat ihm gesagt, ich habe gehört, da werden Schafe verladen in Köln, glaube ich war es, um in den Ostblock geschickt zu werden. Das ist ein großer Schaftransport. Die letzte Möglichkeit, geh mal gucken, ob da vielleicht deine 1000 Schafe dabei sind. Und der Hirte hat sich das nicht zweimal sagen lassen, ist dahin gefahren, wo die Schafe eingeladen wurden und hat angefangen, diesen Ruf zu rufen, den er immer am Abend gerufen hat, wenn die Schafe von der Weide in den Stall gehen konnten. Ich weiß nicht, in der Schweiz wäre das um, 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 um. Ich habe kürzlich mal eine Doku über eine Hirtin geguckt, die hat gerufen, um, um, um. Er hat seinen Schafruf gemacht und aus den Schafen, die eingeladen werden sollen, sind plötzlich einzelne Schafe zu ihm gelaufen. Und er hat weiter gerufen und als alle Schafe an ihm vorbeigezogen sind, ist um ihn herum seine Herde von genau 1000 Schafen gestanden. Und die haben aus allen anderen Schafen seine Stimme herausgehört und sind zu ihm gelaufen, zu ihrem Hirten. Und ich weiß, es gibt Leute unter uns, die haben früher auch mit Landwirtschaft zu tun gehabt, die haben selber auch Tiere gehabt und die könnten das vielleicht bestätigen. Schafe hören die Stimme ihres Hirten. Das gilt auch im geistlichen Bereich. Deswegen müssen wir uns nicht fürchten, aber wir sollten lernen, wie können wir die Stimme unseres Schafhirten, unseres Hirten, unseres guten Hirten kennenlernen. Ich möchte euch mitnehmen in das, was der Bruder Alfred gerade gebetet hat. In das Wort Gottes. Es ist die Fußleuchte, es ist wie eine Taschenlampe, die uns den Weg zeigt im Dunkeln. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. So beginnt das Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott selbst. Wer ist das Wort? Was ist das Wort? Jesus. Jesus ist das Wort. Jesus war am Anfang schon da. Und Jesus war am Anfang schon bei Gott. Und Jesus ist Gott selbst. Wir beginnen unsere Reise mit dem Wort Gottes. Auf Griechisch heißt das Logos. Logos ist das geschriebene Wort Gottes, das, was du in der Hand hältst. Das ist Logos, das geschriebene Wort Gottes. Alles, was du hörst, sei es eine Prophetie, sei es eine Predigt, sei es eine Aussage von jemandem, sei es eine Bemerkung von jemandem, die dich verunsichert oder wo du nicht weißt, ist das jetzt Gott, der spricht oder nicht, kannst du prüfen, hier, spricht das, was ich jetzt gerade gehört habe, entspricht das Gottes Wort. Gott widerspricht sich nicht. Und wenn wir etwas von ihm hören, dann finden wir das manchmal wörtlich, manchmal sinngemäß in diesem Buch, in
Gottes Wort. An Gottes Wort können wir alles prüfen. Die Bibel ist unser Geschenk von Gott. Es ist die Stimme Gottes, mit der er zu uns spricht. Es ist das größte Geschenk, das wir haben, weil die Bibel ist Gott selber. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und ich zum Beispiel, ich bin in einer Denomination aufgewachsen, wo es dazu gehört hat, Gottes Wort zu lesen. Es war eine Erwartung, dass an jemand gestellt wird, wenn du Christ bist, erwarte ich von dir, dass du Gottes Wort liest. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, weil es von uns erwartet wird und wir vielleicht noch vorgeschrieben bekommen, wie viel wir lesen müssen, dann kann das wie ein Gesetz werden für uns. Etwas, was wir tun und damit hoffen, wir haben jetzt bei Gott unsere Pflicht erfüllt und er ist jetzt zufrieden mit uns. Aber Gottes Wort ist so viel mehr. Gottes Wort ist eine Einladung an uns. Gottes Wort ist sein Komm. Ich habe jetzt Zeit für dich. Komm zu mir. Komm in meine Gegenwart. Du hast Fragen in deinem Herzen. Du hast eine Angst in deinem Herzen. Du hast einen Zweifel in deinem Herzen. Du brauchst Wegweisung. Komm, komm zu mir damit. Ich habe das, was du brauchst, einen Rat oder einen Trost oder eine Wegweisung für dich oder eine Ermutigung. Komm. Die Bibel ist die Stimme deines guten Hirten. Die Bibel ist die Stimme deines Liebhabers. Die Bibel ist die Stimme deines guten Vaters. Die Bibel ist die Stimme deines besten Freundes. Und die Bibel zu lesen, ist seine Einladung an dich und an mich. Komm, wir wollen Zeit zusammen verbringen. Ohne Druck, ohne Stress, ohne Leistungsdruck. Einfach nur, weil ich dich lieb habe und weil ich dich bei mir haben möchte. So lädt Gott uns ein, sein Wort zu lesen. Nicht damit wir eine fromme Pflicht erfüllen. Nicht damit wir denken, jetzt ist Gott zufrieden mit mir. Sondern aus Liebe lädt Gott uns ein, sein Wort zu lesen. Für mich hat es eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus gebraucht. Ich habe viele Jahre so gelebt, dass ich wusste, das ist Gottes Wort und ich wusste, das ist wichtig für mich. Aber ich hatte keinen so richtigen Zugang zu der Bibel. Und ich habe das gemacht, weil ich Hunger hatte und weil ich Gott auch gesucht habe. Und dann habe ich in einem Gottesdienst Gott persönlich kennengelernt. Ich bin in eine Gemeinde gegangen, die in Bern war. Und in dieser Denomination wurde viel Raum gegeben für den Geist Gottes. Und ich kannte das überhaupt nicht. Ich war davor sowas nicht gewohnt. Die Leute haben gesungen, neue Lieder, die ich nicht kannte. Und ich habe beim ersten Lied angefangen zu weinen. Ich hatte keine Ahnung, wieso. Aber etwas in diesem Lied hat direkt in mein Herz hineingesprochen. Es war der Liebespsalm meines Vaters, den sie gesungen haben, Psalm 121. I lift my eyes up to the mountains, where does my help come from? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich weiß nicht, warum ich weinen musste, keine Ahnung, aber ich habe geheult wie ein Kind. Und ich hatte das noch nie vorher erlebt. Und ich habe plötzlich gemerkt, das ist Gottes Wort. Aber es kommt ganz anders in mein Herz hinein. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht verstanden, warum ich so geweint musste. Ich
musste bei jedem Lied, das danach kam, genauso viel weinen. Und ich habe einfach die Welt nicht mehr verstanden, aber ich habe Gottes Liebe gespürt. Ich habe seine Gegenwart gespürt, ganz anders, als ich das bis dahin kannte. Und dann ist der Pastor nach vorne gegangen, hat angefangen zu predigen. In der Gemeinde waren ein paar hundert Leute, es war eine große Kirche. Und ich habe gedacht, so predigt er genau für mich. Ich bin zum ersten Mal hier, so weiß der, wo ich gerade dran bin und was gerade los ist in meinem Leben. Und alles, was er gesagt hat, hat genau in meine Situation hineingepasst. Und da habe ich gemerkt, es gibt mehr bei Gott, als ich bis dahin gekannt habe. Es gibt das Logos, das geschriebene Wort Gottes. Und dann gibt es das Rema-Wort. Rema ist ebenfalls Wort Gottes. Rema ist aber das gesprochene Wort Gottes, das in dieser Situation, in diesem Moment in dein Herz hineinspricht, in mein Herz hineinspricht. Und das kannte ich bis dahin nicht. Ich kannte das nicht. Es war eine tiefe Begegnung mit dem lebendigen Gott, der mich so gut kennt, der genau in mein Herz hineinspricht und mich auch überführt von Dingen in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind, aber mit so viel Liebe und ohne Verdammnis und ohne Druck. Einfach nur, ich kenne dich. Es ist okay, so wie es ist, aber es muss nicht so bleiben. Ich weiß, wo du jetzt stehst gerade, aber du musst nicht da bleiben. Ich habe dich lieb mittendrin. Ungefähr so war die Botschaft, die ich da bekommen habe. Das war ein Rema-Wort, ein gepredigtes Wort, genau in meine Situation hinein. So möchte Gott auch zu dir sprechen. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dieser Begegnung mit ihm, wenn du Zeit nimmst in seinem Wort. Weil er liebt dich und er nimmt dich durch sein Wort mit, ihn besser kennenzulernen. Du lernst Papa Gott ganz anders kennen, wenn du dein Herz ihm öffnest und wenn du, bevor du liest, den Heiligen Geist einlädst, dir zu erklären, was du liest. Ich würde gerne eine Bibelstelle mit euch lesen. Die steht im 1. Korinther 2. 1. Korintherbrief, der Vers 2. Kapitel 2, der Vers 14. Da steht, ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das ist die Bibel heute Übersetzung. Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Das heißt, wir in unserem normalen menschlichen Denken können nicht kapieren, was Gott uns sagen will. Für viele Leute, die Jesus gar nicht kennen, ist es sogar Unsinn, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das heißt, wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, um zu verstehen, was Gott uns sagen will. Durch die Hilfe des Heiligen Geistes offenbart uns der Herr in seinem Wort, wie er fühlt, wie er denkt, sein Herz. Er spricht zu uns über seinen Willen für unser Leben, über seinen Weg mit uns, über die nächsten Schritte, die er uns führen möchte. Plötzlich macht alles ganz neu Sinn, weil es nicht mehr nur um fremde Menschen geht, sondern weil es um mich geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das können alle sein, aber so sehr hat Gott mich geliebt. Mittendrin, obwohl noch nicht alles
in Ordnung war in meinem Leben, hat er mich persönlich gesehen, geliebt, gekannt und hat gesagt, mein Kind, komm. Ich habe gewartet auf diesen Moment, wo du meine Liebe erfährst, wo du meine Gegenwart erlebst, wo du siehst, dieses Wort ist mehr als nur Buchstaben. Es ist meine Liebesbotschaft an dich. Das hat mein ganzes Leben verändert. Komplett. Ich habe plötzlich Gott und Jesus ganz anders kennengelernt. Wenn du das erlebst, wie der Herr in seinem Wort zu dir spricht, dann hörst du seine Stimme. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Durch den Heiligen Geist spricht der Herr durch sein Wort genau in dein Herz hinein. Und je mehr Zeit du nimmst mit dem Herrn in seinem Wort und je mehr du in seinem Wort liest und ihm begegnest in seinem Wort, je besser kennst du seine Stimme. Es ist wie ein Radio. Um Radio zu hören, musst du genau die Frequenz finden. Also wir hören vielleicht heute nicht mehr so viel Radio, aber die ältere Generation bestimmt. Um deinen Sender zu finden, musst du genau die Frequenz finden. Und je mehr du in Gottes Wort liest und je mehr du seine liebevolle und sanfte Stimme des Heiligen Geistes kennenlernst, je mehr kennst du die Frequenz, wenn Gott zu dir spricht. Du weißt, okay, diese Stimme kenne ich. Das ist die Stimme meines guten Vaters. Das ist die Stimme meines guten Hirten. Das ist die Stimme meines besten Freundes von Jesus. Das ist der Heilige Geist, der mich ganz leicht anstupst und sagt, pass auf, geh nicht dahin, da ist Gefahr. Mach diese Entscheidung, das wird weise sein für dich. Darum lohnt es sich, viel Zeit mit dem Herrn zu verbringen und in seinem Wort, damit wir seine Stimme kennenlernen. Und wenn uns im Alltag was begegnet, dann kennen wir sofort, ist das die Frequenz von meinem Gott, von meinem Vater? Würde er so reden? Stimmt das, was ich höre, mit seinem Wort überein? Habe ich das gehört von ihm? So hören wir Gottes Stimme. So lernen wir wie Schäfchen unserem Hirten zu folgen. Wir erkennen den Charakter unseres Papas in Aussagen, die uns begegnen, in Predigten, die uns begegnen. Wir erkennen, ist das diese liebevolle Stimme, die ich gekannt habe, oder ist dahinter was mir mit Schuld droht oder was mir mit Verdammnis droht. Bei Gott gibt es immer Vergebung. Bei Gott ist immer ein Ausweg da. Ja, er sagt uns auch, okay, das hast du so nicht gemacht, wie ich das möchte. Aber komm zu mir, ich helfe dir, diese Sache zu verändern. Bei Gott ist die Korrektur immer liebevoll. Bei Gott ist die Korrektur immer hoffnungsvoll. Es gibt einen Ausweg. Bei Gott ist keine Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Stimmen, die uns verdammen wollen, Stimmen, die uns anklagen wollen, Stimmen, die auf unsere Fehler hinweisen, sind nicht von Gott. Wenn wir neu anfangen, die Bibel zu lesen, ist es wichtig, dass wir im Neuen Testament anfangen, damit wir Jesus kennenlernen und seine Gnade und seine Liebe, damit wir sehen, was er alles für uns getan hat. Dann kriegen wir die Linse, den Blick der Gnade für Menschen, für uns selber, für Situationen. Und dann können wir auch im Alten Testament
die Liebe Gottes erkennen, sogar in Situationen drin, die wir nicht immer verstehen. Warum musste Abraham seinen Sohn auf den Altar legen? Zum Beispiel. Wenn wir das einfach so lesen, denken wir, was für eine grausame Geschichte, ein Vater, der seinen Sohn opfern soll. Ein Gott, der zulässt, dass der Vater sogar das Messer zückt. Aber dahinter sehen wir viele Dinge. Gott hat nicht zugelassen, dass dem Kind was passiert. Das ist das Allererste, das Wichtigste. Gott hat im richtigen Moment gesagt, stopp! Jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Und Gott hat den Ausweg vorbereitet. Gott hat immer einen Ausweg. Und wir sehen aus den Geschichten im Alten Testament, wie Gott mit Menschen umgeht. Dass er ihre Liebe manchmal prüft. Dass er ihre Treue manchmal prüft. Abraham hat den Test bestanden. Das war ein Glaubenstest für ihn. Gott wollte nicht, dass Isaak was passiert. Aber er hat das Herz von Abraham geprüft. Er hat gemerkt, dass das Herz von Abraham ein bisschen zu fest an diesem geliebten, verheißenen Sohn gehangen hat und wollte prüfen, wo steht dein Herz? Und Abraham hat den Test bestanden. Und er wurde zum Vater des Glaubens für uns. Zum großen Glaubenshelden, zum großen Glaubensvorbild. Wenn wir jetzt die Stimme Gottes, der Gnade, also im Neuen Testament nicht kennen würden, würden wir diese Geschichte ganz anders lesen, als wenn wir wissen, Gott hat seinen Sohn wirklich gegeben für unsere Schuld. Er hat wirklich dieses riesige Opfer gebracht für uns. Das ist nur ein Beispiel, warum es gut ist, zuerst im Neuen Testament zu lesen, damit wir Gottes Herz kennenlernen, seinen Charakter kennenlernen, seine Gnade kennenlernen. Gott möchte uns immer neue Sachen zeigen und in seinem Wort mit uns unterwegs sein. Er möchte uns tiefere Offenbarungen geben. Und ich habe euch als Beispiel zwei Bibelstellen mitgebracht. Viele von euch kennen die. Denn ich weiß wohl, sagt Gott, in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, sagt Gott, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ist ein Vers im Alten Testament. Gilt in diesem Zusammenhang dem Volk Israel. Weil wir aber durch Jesus eingepfropft sind, mit dazugehören zum Volk Gottes, gilt dieser Vers auch uns. Und wir dürfen hier drin die Stimme unseres guten Hirten hören, der sagt, ich habe gute Gedanken über dir. Vielleicht verstehst du das im Moment nicht. Vielleicht gehst du gerade durch ein dunkles Tal und alles scheint hoffnungslos. Vielleicht stehst du vor wichtigen Entscheidungen und weißt nicht, wie du dich entscheiden sollst. Vielleicht hast du gerade etwas erlebt, das gemacht hat, dass du an meiner Liebe zweifelst. Hast dich alleine gefühlt. Aber die Wahrheit ist, ich habe Gedanken des Friedens über dir. Ich habe immer Gedanken der Liebe und der Hoffnung, der Zukunft für dich. Ich will nicht, dass es dir schlecht geht. Ich will nicht, dass du ins Verderben rennst. Ich habe
nicht Pläne des Leidens, sondern Zukunft und Hoffnung für dich vorbereitet. Wenn wir manchmal nicht wissen, wie viel müssen wir lesen von der Bibel, lass uns mit einem Vers beginnen, mit einer Zusage, zum Beispiel mit dieser. Und dann lass uns diese Zusage mitnehmen in unser Gebet, in unserem Alltag, in unser tiefstes Innerstes wollen wir das aufnehmen. Gott hat gute Gedanken für mich. Er will, dass es mir gut geht und dass meine Zukunft hoffnungsvoll ist. Das ist ein Beispiel von einem Vers, wo der Heilige Geist ganz persönlich zu dir sprechen möchte. Egal in welcher Situation du dich heute gerade befindest, egal wie du heute hier hingekommen bist, dein Gott sieht dich, dein Gott kennt dich, dein Gott weiß die Gedanken in deinem Herzen. Und in diesem seinem Wort sagt er dir seine Gedanken dazu. Er hat einen Ausweg. Er hat gute Dinge vorbereitet. Ob du es jetzt siehst oder nicht, glaube es, weil du hast einen Papa, der dich sieht und der dich liebt. An das zu glauben, was Gott in dein Herz hineinspricht, wird alles verändern. Halte seine Zusage fest. Überwinde die Schwierigkeiten in deinem Leben mit Gottes Wort. Gottes Wort ist gleichzeitig deine Waffe. Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Wenn du Gottes Wort gut kennst, kannst du, wenn Ängste kommen, wenn Zweifel kommen, das Wort Gottes aussprechen. Und es wird dir Sieg bringen. Es wird die Lüge des Feindes bloßstellen. Und die Wahrheit wird die Lüge überwinden. Das stimmt nicht, dass Gott mich nicht liebt. Das stimmt nicht, dass er in dieser schwierigen Zeit nicht bei mir war. Denn sein Wort sagt, er hat Gedanken des Friedens bei mir, über mir. Er hat Gedanken der Zukunft und der Hoffnung. Er ist immer, immer bei mir. Und die letzte Stelle, die ich mit dir anschauen möchte, ist Johannes 14, der Vers 27. Eine Verheißung, die ganz wichtig ist für uns und die Jesus dir heute zuspricht. Johannes 14, Vers 27. Öffne deine Herzensohren. Öffne deine Herzensarme und empfange diese Zusage von deinem Vater im Himmel, der dich liebt. Meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich dir. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus hier. Ein Frieden, den wir nicht kennen in dieser Welt. In der Welt ist Frieden immer, wenn alles so läuft, wie ich es will. Oder wenn ich alles verstehe, was gerade passiert. Aber der Friede von Jesus ist ein Frieden, der auch dann da ist, wenn gerade alles durcheinander läuft. Wenn gerade alles schwierig ist. Wenn gerade nichts mehr nach Frieden aussieht. Meinen Frieden gebe ich dir, sagt Jesus dir heute Abend. Egal wie viel Unruhe in deinem Herzen ist, egal wie viele Fragen und Zweifel in deinem Herzen sind, Jesus gibt dir seinen Frieden, der unabhängig ist von den Umständen in deinem Leben. Darum müssen wir uns nicht fürchten. Amen.
Herr Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort, das lebendig ist. Das ist nicht nur ein Buch, Herr. Das ist nicht eine religiöse Pflicht, die wir tun, damit wir dir gefallen, Herr. Dein Wort ist unsere Nahrung. Dein Wort ist unser, was hätte ich gesagt, Zuhause, da, wo wir dir begegnen. Dein Wort ist der Ort, wo du zu uns sprichst und uns deine Liebe zeigst und uns mehr erkennen lässt, wie du denkst, wie du redest, wie du handelst, wie du führst, wie du leitest. In deinem Wort ist alles, was wir brauchen für unser Leben, Wegweisung, Korrektur, Ermutigung, Liebe, Versöhnung, Vergebung, Frieden, Anweisungen. Wie können wir unser Leben gestalten, damit wir in deinem Willen bleiben, damit wir in deinem Schutzraum bleiben? Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, für deine Stimme, die zu uns spricht durch dein Wort. Danke, Heiliger Geist, für dein Helfen, dass wir das Wort Gottes verstehen und dass es in unsere Herzen hineinfallen kann. Ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir dafür, Herr, dass du heute zu jedem Einzelnen von uns gesprochen hast. Wir brauchen diesen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Wir brauchen diesen Frieden, der unabhängig ist von unseren Lebensumständen. Wir brauchen deinen Frieden, der unabhängig ist von dem, was Menschen denken oder sagen über uns. Herr, wir sind geborgen in dem, was du über uns denkst und sagst. Danke dafür, Herr. Danke, dass deine Liebe bedingungslos ist. Danke, dass deine Gnade immer da ist und deine Vergebung jederzeit. Wir lieben dich, Herr, von ganzem Herzen. Und wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen dich suchen von ganzem Herzen in deinem Wort. Und du sagst, wenn wir dich von ganzem Herzen suchen, wirst du dich gerne finden lassen. Danke. Ich lade dich heute ein, aufzustehen. Vielleicht steht ihr einfach mal auf. Und dann könnt ihr eurem Herrn einfach das sagen, was gerade auf eurem Herzen ist. Es kann ganz leise sein. Nimm einen Moment Zeit mit deinem Herrn, denn er freut sich, deine Stimme zu hören.